Zeig dein Talent. 2, 2, 2, 2. Yo, mein Name ist Moody. Wir sind gerade in unserem wunderschönen Hotelzimmer, fertig mit meinem Videodreh. Und wir machen jetzt die Jurybewertung für Zeig dein Talent 2. Fangen wir bei der ersten Kategorie an, Trennung. Da haben wir auf Platz 1 Ganova, getrennt voneinander. Sehr schöner Text, sehr gefühlsvoll, direkt unter die Haut, deswegen verdient auf Platz 1 Ganova. Auf Platz 2 haben wir Buzz Fame. Schöner Flow, auch schöner Text, deshalb auf Platz 2. Platz 3 haben wir Nektar. Auch ein sehr schöner Text eigentlich, aber Ganova ragt von allen irgendwie raus. Kommt es am gefühlvollsten so rüber. Deswegen Ganova 1, Buzz Fame auf 2, Nektar auf 3 und auf 4 ist Ruam. Jetzt nicht nur, weil er auf Platz 4 ist, heißt das nicht, dass er schlecht ist, sondern das Thema geht ja um Trennung. Da finde ich einfach, dass Ganova halt das am besten rübergebracht hat. Am gefühlsvollsten, oder wie man das nennt. Deswegen Ganova verdient auf die 1, Buzz Fame auf die 2 und Nektar auf die 3 und Ruam auf die 4. Kommen wir zur zweiten Kategorie und das ist Nachtleben. Da haben wir auf Platz 1 Jiggy Smalls. War der mit Hemd und so, war? Ja, Mann. Der ist Bombe. Ja, Mann. Jiggy Smalls hat den West Coast Style drauf. Deswegen auf Platz 1. Bewegt sich Bombe auch. Geiler Flow, alles Bombe. Und Platz 2 haben wir AKB. Gefällt mir auch, der Beat gefällt mir, sein Flow gefällt mir. Kommt authentisch rüber, deswegen Platz 2 für AKB. Dann haben wir auf Platz 3 Rast, Spiegel meiner Seele. Ist nicht schlecht, aber spricht mich nicht so an. Deswegen Platz 3 für ihn. Platz 4 geht an Tabu. Leben in der Nacht. Ist ganz okay, aber gefällt mir halt nicht so. Nicht böse gemeint, aber nicht mein Ding. Deshalb auf Platz 1 Jiggy Smalls. Bär auf der Brust. Platz 2 AKB. Platz 3 Rast oder wie man das nennt. Und Platz 4 für Tabu. Kommen wir zu der dritten Kategorie, Alltag. Da haben wir auf Platz 1 einer meiner Favoriten, der mir sehr, sehr gefallen hat. Swat. Regen. Der hat auf jeden Fall Talent. Gefällt mir extrem. Hammer. Hier nochmal Props an dich. Geiler Text, geiler Flow, gefällt mir sehr gut. Platz 2 haben wir Deli. Ein guter Freund von mir. Schönen Grüße nochmal an Kajan hier. Auf jeden Fall auch. Er kann diesen West Coast Style am besten rüberbringen.
Deshalb Platz 2 für ihn. Eigentlich würde er sich mit Suat Platz 1 teilen, aber Suat rappt da noch ein bisschen einen Tick krasser. Platz 3 für Don Famous. In diesem elenden Leben doch keine Angst, denn es ist ein Geben und Nehmen, denn hier im Land herrscht der pure Hass, aber alles kommt zurück wie ein Boomerang, denn ganz egal was wir fragen. Ist auch gut, gefällt mir eigentlich auch, aber er hat sich so ein bisschen anstrengend, als ob das Rappen für ihn ein bisschen anstrengend ist. Aber sonst auch okay. Platz 4 ist für Zayt. Zayt, heute wird ein dein bester Tag. Ja, eigentlich ganz okay, aber die Stimme ist etwas anstrengend. Deswegen in meinen Augen den vierten Platz. Also nochmal Platz 1, SWAT. Hammer Rapper, gefällt mir sehr, sehr gut. Platz 2, mein guter Kumpel Deli. Platz 3, Don Famous. Und Platz 4, Zayt. Kommen wir zu der letzten Kategorie, die mir eigentlich auch am besten gefallen hat, mit Trennung zusammen. Meine Stadt. Da haben wir auf Platz 1 Sinat. Ja, Mann. Sinat Platz 1, verdient. Hammer Beat, kommt Bombe rein. Und authentisch, der Neuköllner. Ja, Mann. Platz 1 für Sinat. Platz 2 haben wir Lines. Hammer Flow, Alter, gefällt mir. Erinnert mich ein bisschen an Fahrt, die Stimme und der Rap-Flow so. Deswegen Platz 2 für Lines. Hat auch Talent, der Bursche. Platz 3 für Sabo. Ein kleiner Tipp, ja? Warte. Hör auf mit Rappen, ja? Und bleib beim Gesang. So, du hast Platz 3. Dafür, dass die Hook gefällt mir sehr gut. Singen steht dir viel mehr als Rappen. Rappen lass es sein, Bruder, aber fang mit Gesang an. Ja, Mann. Bleib beim Gesang, Bruder, Alter. Dafür, dass du die Hook so schön gemacht hast, bist du auf Platz 3. Den letzten Platz hat Bassan gemacht, weil, warte, ich muss mal reinhören. Ja. An sich nicht so schlecht, aber die Stimme gefällt mir nicht so irgendwie, kommt mir so gespielt rüber, aber auch schönes Lied, auf jeden Fall Platz 4 für Bassan in der Kategorie Meine Stadt. Platz 1 für Sinat. Auf jeden Fall verdient. Platz 2 Lines, Platz 3 Sabo und Platz 4 Bassan. Jo, das war meine Meinung dazu. Und weiter so machen, Jungs. Schöne Grüße nochmal an Highcaller. Und wir gehen jetzt was Schönes essen.